Willkommen, meine Damen und Herren. Ein sogenannter Probebetrieb stellt immer eine Feuertaufe dar für eine Gaststätte, bevor das alltägliche Geschäft betrieben werden kann. Hier werden wir Augen und Ohren Zeugen eines solchen Probebetriebes. So, die Gäste sind bereits eingetroffen und haben sich eingerichtet. Mal gucken, ob wir ein paar Stimmen einfangen können. Was halten Sie bisher von diesem Probebetrieb? Ich bin total begeistert. Das ist wie damals in meiner Jugend, als ich in der Nordstadtbraut rumhing, weil ich sonst nichts zu tun hatte. Und auch heute habe ich sonst nichts zu tun. An so einem Abend kommen die Leute auch schnell ins Gespräch. Hast du Interesse an der Atomwirtschaft? Well, was ist die beste Trink, du hast in Nordstadtbraut? Das neue Kneipe in Nordstadt. Es ist sehr lecker. Sie sehen, die Kommunikation funktioniert. Sind Sie als Wirtin mit dem bisherigen Verlauf des Probebetriebes zufrieden? Formal ja. In der Kür sehe ich noch Verbesserungsbedarf. Aber ich hoffe, ich werde den Ansprüchen und Verordnungen der Stadt Hannover gerecht. Bisher bei Ihnen? Also die Musik läuft, aber dafür bin ja auch ich zuständig. Der Abend endet, der Morgen graut und ich würde mir jetzt erlauben, auch noch einen kleinen zu lüpfen. Bis die Welt steht.